Hallo, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. In dem Video möchte ich euch zeigen, wie man beim Fiat Punto die Zündkerzen austauschen kann. Wie ihr seht, kommt man da so nicht dran. Wir haben hier die vier Zündkabel, das ist ein Vierzylinder. Und die Zündkerzen sind hier unter dem Luftfilterkasten. Das heißt, den müssen wir erstmal demontieren. Der ist hier verschraubt mit drei Schrauben. Hier, hier und auch hier oben. Zusätzlich müssen wir dann hier noch die Verschlauchung abmachen. Da muss man auch gucken, sind auch einige Schellen. Auch hier ist noch ein Schlauch, der ab muss. Und dann können wir den Luftfilterkasten rausnehmen und kommen dann auch an die Zündkerzen dran. Ja, und wie ihr sehen könnt, können wir jetzt hier schon die einzelnen Zündkabel von den Zylindern sehen. Um jetzt an den Zündkerzen ranzukommen, ziehen wir die Kabel ab. Achtet darauf, dass ihr die Kabel nachher nicht vertauscht, wenn ihr das Ganze wieder zusammenbaut. Von daher legt euch die Kabel vielleicht am besten vorher schon so hin, wie ihr sie abgezogen habt. Wobei sie von der Länge her auch eigentlich nur einmal passen. Trotzdem kann es teilweise passieren, dass man halt die Kabel schon mal vertauscht und da würde hinterher die Zündreihenfolge nicht mehr passen. Also achtet darauf, gerade vielleicht, wenn ihr so eine Zubehörkabel habt, die sind manchmal auch alle gleich lang, da kann schon mal passieren. Also legt euch das gleich so hin, wie ihr es auch abgebaut habt. Ja, wir drehen jetzt die Zündkerzen raus. Ich benutze dafür einen extra Zündkerzenschlüssel. Die normalen Nüsse, die ihr aus dem Knarrenkasten kennt, gehen in der Regel nicht, da die halt zu breit sind oder auch nicht lang genug. Und hier ist jetzt die Zündkerze. Ihr könnt sehen, dass also hier die Diode schon gut abgebrannt ist. Und ja, da werden wir jetzt eine neue Zündkerze einschrauben, beziehungsweise drehe ich erstmal die Zündkerzen für die anderen drei Zylinder auch noch raus und dann werden wir neue Zündkerzen einsetzen. Ja, alle vier Zündkerzen habe ich jetzt rausgedreht. Hier könnt ihr die alten nochmal sehen, die sind wirklich hinüber. Und da kommen jetzt neue Zündkerzen rein. Die setzen wir jetzt ja auch wieder nacheinander ein. Dazu stecke ich die einfach hier so rein in meine Nuss mit der Verlängerung und lasse das dann vorsichtig nach unten gleiten, sodass die Zündkerze nicht reinfällt und setze sie erstmal mit der Hand an. Passt ein bisschen auf dabei, wenn ihr die Zündkerzen ansetzt, nicht, dass ihr das Gewinde zerstört. Das könnte recht teuer werden. So ein Gewinde kann man nicht einfach so nachschneiden. Wenn wir jetzt hier ein Gewinde nachschneiden müssten, würde die Späne vom Gewinde nachschneiden in den Brennraum kommen. In der Regel kriegt man das nicht rückstandslos raus. Das heißt, man müsste den Kopf abbauen. Also passt da auf, vorsichtig mit der Hand ansetzen. Darauf achten, dass es nicht schwierig geht. Die Zündkerze sollte sich leicht reindrehen lassen und zum Schluss natürlich erstmal handfest anziehen und am Ende dann, wenn ihr alle Zündkerzen angesetzt habt, mit dem notwendigen Drehmoment festziehen und dann ist das soweit auch schon erledigt. Ja, erste Zündkerze ist drin, ich setze jetzt die nächsten drei noch ein, dann bauen wir das Ganze wieder zusammen. Ja, alle vier Zündkerzen sind wieder da, wo sie hin sollen. Jetzt kommen die Zündkerzenstecker rauf. Ich habe die halt, wie gesagt, hier hingelegt, so wie ich es auch ausgebaut habe. Ich zeige euch das kurz, so hatte ich mir die hier hingelegt. Hier besteht prinzipiell die Gefahr, dass man sie vertauscht. Also von daher achtet halt drauf. Man kann es aber auch ein bisschen sehen, sie sind unterschiedlich lang. In der Regel passt das halt nur einmal. Ja, drauf machen, reinstecken, bis es einmal eingerastet ist. Halt darauf achten, dass die auch richtig sitzen. Und dann haben wir das Ganze auch schon erledigt. Jetzt bauen wir den Luftfilterkasten wieder drauf. Und dann sind wir auch schon so gut wie fertig. Ja, Luftfilterkasten ist wieder draufgebaut. Verschlauchungen sind auch alle dran. Achtet da auch immer drauf, dass ihr also auch wirklich jeden Schlauch, den ihr nachher abgenommen habt, oder jede Unterdruckleitung, dass ihr die auch wieder richtig draufsetzt, dass es auch richtig fest sitzt alles. Nicht, dass da irgendwo Falschluft oder Nebenluft gezogen wird. Und ja, so leicht kann man die Zündkerzen selber wechseln. Wie ihr gesehen habt, das ist also kein großes Ding. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Ansonsten könnt ihr meinen Kanal auch gerne abonnieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin.